Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Payday, der heißt mit dem Michael. Servus. Heute spielen wir die Mission Heißes Pflaster. Und ich habe mal komplett andere Waffen eingepackt wie bisher. Zum einen die Maschinenpistole Mark 11, dann das, okay, nee, das Gewehr hatten wir schon mal. aber die Pistole Crosskill, die hatte ich auch noch nicht dabei bisher. Das sind die Waffen, die ich bisher am wenigsten benutzt habe. Deswegen nehme ich die einfach mal mit. Denn meine drei Herausforderungen, die ich als nächstes abschließe, oder sehr wahrscheinlich als nächstes abschließe, die sind unabhängig von irgendwelchen Waffen. Und ich würde sagen, dann legen wir jetzt mal los. Also, wir haben zusammen mit unserem alten Kumpel Razor, Matt, irgendwas ausgeraubt, was weiß ich, keine Ahnung. Und der hat uns jetzt verarscht und haut mit dem Geld ab. Und das war gleich schon der erste Fehler. Wenn man hier zu schnell hochläuft, fährt die Polizei hier vorbei. Normalerweise bleibt die nämlich da vorne stehen. So, wir rasen. Okay. Ja. Normal bleibt da vorne Polizei stehen, aber ja. Ist das jetzt eben nicht der Fall gewesen. Das war der Bug. So, okay, da würde ich sagen, killen wir uns hier mal durch. Ich hoffentlich mit dem ein oder anderen Heady, weil das ist momentan meine Hauptherausforderung, sag ich mal. Übrigens bringt es noch nicht, hier Geiseln zu nehmen. Also wir nehmen die Geiseln erst später. Weil wenn wir hier eine Geisel nehmen und die dann letztendlich austauschen wollen, falls hier dann in Haft ist, bringt uns das ja gar nichts. Ja, weil wir dann wieder 2 Kilometer zurücklaufen müssen. Genau. So, der baut einen kleinen Unfall, der Kollege. Ja, super sinnvoll. Übrigens einfach mal so. Bam. Den Sinn, das von dem Unfall habe ich auch noch nicht verstanden. Ja, die Crosskill, also die Pistol hier, die ist jetzt nicht so mega Bombe. Hoppala. Wo kommt der denn her? Schau noch. Landet der auf ja, mir, ey. B9S gegen das Gesetz 2. So. Voll der Arsch. Ist jetzt noch irgendwer? Nee, ne, so. Ja, weiter. Ich habe ja die neue Waffe dabei hier. Haha, voll der Eddie. Na. Alter, wie ich einfach gar nicht treffe. Bewegt euch mal nicht so viel, ihr Spastis. Scheiße, nicht so schlecht. Mal gucken, heute schlage ich die Präzision von 55. Also wenn das Let's Play hier noch 10 Parts oder so geht, dann müsst ihr als Zuschauer euch jetzt darauf einstellen, dass er das noch 10 Mal auch sagen wird. Also das wird sich jetzt nicht legen, dass er irgendwann da sagt, oh, jetzt habe ich 56, jetzt bin ich ruhig, sondern wenn er 56 hat, dann, oh, 56. Ich kann ja dann, ich kann ja schon mal erzählen, wer noch mitspielen wird, bei Payday später. Und zwar hat sowohl Jemex als auch Quillequalle aus dem gestrandet Let's Play, kennt ihr die ja auf jeden Fall, haben bereits zugesagt, die werden beide mitspielen bei Payday irgendwann mal. Wann, wissen wir nicht genau. Und die werden sich dann auch schon freuen, wenn ich die ganze Zeit angebe mit meiner Präzision von 55. Ich weiß allerdings nicht, wie gut die beiden sind. Nicht, dass da irgendwer beim ersten Mal locker die 55 knackt. Also 55 ist schon assi hoch. Also wenn ich mal Battlefield oder so zum Vergleich nehme, wo ich 16% habe, man halt schon denke, dass das gut ist. Oder bei Modern Warfare 3, wo ich damals so viel 100 Stunden reingesteckt habe und keine Ahnung, 18% hatte und dann dachte, jawohl, jetzt ist es drauf und dann hier 55, okay. Ich hatte bei Battlefield 3 aber auch mehr als wie viel hattest du? 16. Ja, mehr glaube ich. Mehr. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht auch 17. Nee, du hattest auch, glaube ich, mehr. Ist ja auch wurscht. Aber also 55, das ist schon einmalig, das kriegt nur so jemand hin, der so viel Skill hat wie ich. Aber ich weiß auf jeden Fall, weder Jemex noch Quillequalle haben das Spiel jemals gespielt. Also Quillequalle irgendwie mal so 5 Minuten oder so. Also scheint er nicht sonderlich weit gekommen zu sein. Und Jemex hat noch nie gespielt. Aber sobald Jemex hier dabei ist, wird das Let's Play automatisch um einiges lustiger, weil dann ist Jemex dabei und dann lacht wer die ganze Zeit. Und dann wird das Let's Play mega. Na, dann fickt euch doch.
weiß nicht, ich kann gar nicht so lachen wie der. Also, selbst wenn ich wollte, das geht nicht. Also, bin ich super langweilig. Also man kann die Fenster hier nicht einschlagen, das ist unmöglich. Komm mal hierher. Immer wenn jemand stirbt. Wo bist du denn? Oh, nice, M308 gegen das Gesetz. Das war gar nicht unter meinen Top 3 Herausforderungen, habe ich jetzt abgeschlossen. Weil das logischerweise natürlich meine neue Waffe ist. Da brauche ich irgendwie noch 50 Kills oder so. Ich brauche noch 81. Bewegt euch, der soll mal das Maul halten, wir haben noch Zeit. Bleib doch mal stehen. Ich verteile nur Headies. Ja, ich versuche das auch gerade. Ah, das waren Zivilisten. Heiße. Was haben die auch Uniformen an? Das ist so geil, immer wenn jemand stirbt, schreit irgend so eine Frau. Also ich kann es nicht nachmachen, aber super geil. Wie der Wilhelm Scream. Den müssten wir mal einbauen, so in so ein Spiel so standardmäßig, dass er super oft kommt. Obwohl, der wird wahrscheinlich übel abfacken. Ja, wahrscheinlich. Also jetzt bei... Ich habe ja letztes Mal Herr der Ringe geschaut und dann ist es halt blöd, wenn du den Schrei kennst und dann merkst du es halt jedes Mal und dann denkst du, ach, das ist halt wieder ein Film, nur dann wird man irgendwie ein bisschen rausgerissen. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Na, aber es gibt ja noch mehr so Sound-Dinger, die immer wieder verwendet werden. Also nicht so häufig wie der Wilhelm Scream, aber zum Beispiel das Geräusch, das die Scavenger in Gothic machen. Das, oder wie machen die? Irgendwie so in die Richtung machen die, ja. Ja, ich kann das nicht nachmachen. Aber das ist auch so ein Sound, der kommt öfter vor. Den gibt's zum Beispiel auch mal bei Family Guy. Da läuft so ein Strauß irgendwie weg von irgendwas und dann kommt auch der Scavenger aus Gothic. Ein Strauß. Ja. So ein Blumenstrauß, weißt du? Ich bin so lustig. Geht so. Wow! Friss Blei, Junge! Oh, Mann. Eben konnte ich so cool Headies verteilen, jetzt ist die Entfernung zu den Gegnern schon ein bisschen größer. Und dann sehe ich durch das Visier doch so wenig. Von dieser M308. Ah, ich kann mir die neue Waffe wieder ausprobieren. Ja, No-Scope ist hier aber scheiße. What the fuck, Alter, die verzieht ja übel, die Mark 11. Ah, die habe ich auch noch dabei. Aber noch erst ganz kurz benutzt in dem Spiel hier bisher. Ah, fick dich doch. Diese Scheiß. Dann bleibt doch mal irgendwer stehen oder sitzen, dass ich gezielt einen ganz einfachen Headshot machen kann. Das wäre mir sehr lieb, damit die Präzision jetzt nicht runtergeht. Genau so. Was war denn das? Das war meine Freudelache. Achso. Ja. Nee, das war so eine. Weiß nicht. So eine Lache halt. Achso. Ich habe eigentlich eher gemeint, was passiert ist, aber. Ja, haben Handy gegeben. Achso. Also einen von vielen. Das ist wieder eine hohe Prozentzahl. Mir fehlen jetzt noch 12 mit der AMK. 11. 11. 11. Headies oder Kills? Headies. Oh, da vorne ist ein Bulldozer. 10. 9. Oh, ich hab dem Bulldozer gerade 20 Headies gegeben, aber der lebt noch. So, ist er down. Bulldozer tot. 7. 6. Nein. 5. Was zählen wir? 6. Meine Headies, die ich noch brauche. Achso. 5. Wir können ja wie Legolas und Gimli 4. uns den Headies battlen. Irgendwie so in der nächsten Runde, jetzt wird das blöd. Und wenn du deinen Juggernaut mit einem Heli killst, der zählt trotzdem. Alter. Und genau das habe ich auch gerade gemacht, stimmt, ja, das ist cool.
Der zählt trotzdem nur als einer. Oh, wir hatten da Ammo gelegt, ey. Awesome. So, komm. Vier brauche ich noch. Ich glaube, wir könnten hier schon viel weiter sein. Ich glaube, wir hatten uns hier irgendwie ein bisschen auf. Okay, drei. Ja, jetzt nehme ich Sturmangriff. Super. Ja, okay. Ich nehme jetzt mal die Mark 11 raus. Damit wir hier mal... Wir müssen jetzt nämlich einfach mal darüber schnell. Zwei. Na, ich glaube, hier kann man besser verteidigen. Ja, genau deswegen. Und hier hole ich dann mal einen Geisel. Ja, und wie ihr seht, hier ist der Typ, der uns verarscht hat. Naja, liegt jetzt eben nicht auf dem Dach, aber sein Problem ist, dass er hier nicht rauskommt. Und jetzt haben wir den Kollegen quasi in unseren Händen und machen ihm mal Feuer unterm Arsch. So wie wir setzen ihn also etwas unter Druck, psychisch. Ja. Und physisch. Psychisch und physisch. So, weiter geht's mit der Heady-Tour. Gar keiner da, Sturmangriff, super langweilig. Ja, da vorne, da kommen sie jetzt. Ah ja. Okay. Aber im Sturmangriff laufen alle so wie Schweine, wenn sie Angst haben. Darum, und dann sind das ist das mit den Headys schwerer. Selbst für einen absoluten Pro-Gamer wie mich. So, ich chill mich mal in das Häusle hier. Oh, das geht gar nicht. Wie assi ist denn das? Wow, von wo? Wow! Von da hinten, und Achtung, wieder, Juggernaut und sonst noch Sachen. Juggernaut, der Juggernaut ist tot. Der Typ da auch. Jetzt muss ich mal ein bisschen meine Heady-Statistik vernachlässigen, um hier ein paar Kills, um hier ja überhaupt zu überleben. Einer noch, komm, komm, komm. Ja, von wo? Ich gehe voll aufs Maul und keine Ahnung von wo. Yeah. So, da vorne. Hab's geschafft. Da hinten ist Benzin. Ich gehe mal Benzin nachkippen. Damit nicht, dass unser Freund nachher kalt bekommt. Das wäre auch ein bisschen blöd. Ja, Mist, da kommen wir gar nicht drüber. Ich habe keine Angst mehr. Habe ich jetzt bestanden. Ja, ich brauche nur noch 27 Kills, dann habe ich schon die nächste Herausforderung. Einfach das geile Auto hier. Erstmal ein paar Löcher reinschießen. Gut, ich brauche noch 101. 101 Headshots und dann... Oh, ist vielleicht scheiße. Oh, der Sturmangriff ist ja vorbei, der war kurz. Ja. Was ich so cool finde hier bei dem Level... ist, dass man hier draufklettern kann, auf diesen komischen Steinstapel da. Und dann einfach auf den Container da drauf springen kann. Und dann steht man genau über dir. Ach so, ja. Vor allem sieht einen da keiner. Ja, man ist so super in Deckung. Jetzt dachte ich gerade, der Reifen wäre ein Polizist. Oh, da ist einer mit einem Shield. Oh, und der dreht mir direkt mal den Rücken zu. Das ist auch nice, geil. Ja, wir brauchen mehr Benzin. Dann holen wir doch mehr Benzin. Ja, ich mach das krass. Gut, dann mach du das gerade. So. Gut, dann machen wir dem Kollegen weiter Feuer unterm Arsch. Und dann geht's weiter. Ist der so dein? Dem dürfte etwas heiß geworden sein. Warum kommt der Depp auch nicht raus? Ja, wird schon noch passieren. Irgendwann kommen sie raus aus dem Ofen. Hier steht eine Dodge. Na nee, Quatsch, Chevrolet Camaro, SS. Hier steht vor allem kein Gegner mehr. Und hier Achso, wenn du Muni brauchst, hier liegt noch eine Packung, ne? Im Moment nicht. Aber wäre ganz gut, wenn der Typ mal rauskäme.
Oh, die arme Geisel, da liegt voll im Benzin drin, beziehungsweise in den Flammen. Armer Mann. Ja, ist ja nicht meine Geisel, der liegt da ja. Aus freiem Willen. Er könnte ja auch aufstehen und wegrennen, aber er macht er nicht. Ja gut, der hat zu viel Angst vor uns. Der meint, dann würden wir ihm Prinz Anus in den Anus schieben oder so. Aber Prinz Anus, den gibt's ja hier gar nicht. Ja, eben. Ja, es gibt eben auch dumme Menschen, die denken dann sowas, obwohl das komplett unbegründet ist. Wir tun ja auch keiner Menschenseele was zuleide. Ja, als würden wir sowas tun. Ja, genau, nur den Polizisten, also. Aber das sind ja keine Menschenseelen. Alter! So. Der ist weg. Gut, dass wieder Sturmangriff ist, sonst hätten wir ja echt Langeweile. Gell, ohne Scheiße. Ich wusste jetzt auch gerade gar nicht so, was ich jetzt hier groß machen soll. Oh Mann. Ist übrigens eine der. Also es gibt in dem ganzen Spiel nur eine Mission, die mir nicht wirklich gefällt, die ich kacke finde, und das ist diese hier. Anyway. Weil die finde ich ziemlich boring und weiß nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Mission hier findet. Ob wir sie jetzt schaffen werden letztendlich oder nicht, ist egal. Aber ein bisschen weiter wie jetzt hier so werden wir schon noch kommen. Dann bleib doch stehen, Alter. Jetzt habe ich irgendwie 5 Schüsse gebraucht, bis der gestorben ist. Weil ich so schlecht gezielt habe. So, auch noch 9 Kills und dann dürfte ich Stufe 20 sein, oder? Also, macht das Sinn? Nein, macht keinen Sinn. Stimmt überhaupt nicht. Können die Polizisten nicht mal stehen bleiben, so wie die netten Zivilisten? Die legen sich einfach auf den Boden. Die Polizei, ja, das können die Polizisten nicht. Auch immer machen, ne? Einfach sich auf den Boden legen. Dafür genau. Sind die auch da. Ja, dann wäre das einfacher mit dem Heady. Aber unser Kumpel ist übrigens jetzt mittlerweile draußen. Aus dem Auto. Und den müssen wir jetzt über den kompletten Platz scheuchen. Und der hat sich auch ganz schön verletzt bei diesem Autounfall, wie man sieht. Also sein linkes Ohr ist vor allen Dingen sehr bemerkenswert. Ich frage mich an dieser Stelle übrigens immer, warum nehmen wir den Typen mit? Er gibt gar keinen Sinn. Den Koffer könnte doch einer von uns holen. Foltern kann oder irgendwas, was weiß ich. Ja, nee, man könnte doch einfach hier lassen, der Polizei überlassen oder seinen Schmerzen. Ich meine, guck mal, wie der Typ aussieht. Ja. Aber, ja. Nein, wir nehmen ihn mit, machen uns dadurch das Ganze viel schwerer, weil wir den Typen immer mitschleppen müssen. Und wenn man es logisch betrachtet, müsste man auch noch aufpassen, dass der nicht abgeschossen wird. Aber das geht hier eben technisch nicht, das wurde ja anders programmiert. Aber das ist totaler Quatsch eigentlich, den mitzunehmen. Man könnte einfach den Koffer nehmen und mit dem zum Abholpunkt gehen und nicht den ganzen Typen. Oh, guck mal, hier wird ein Film angepriesen. Was? Free Woman, Own the City. Mit Jacket und Skyet. Cool. So. Nein, das ist kein Film, Alter. Das ist... So. Ich habe gerade echt für einen Moment gedacht, du meinst das ernst. Dass das ein Film ist. Oh, und da kommen sie. Ah, Taser! Taser down. So, komm auf. Ich gegen das Gesetz. 2. Alter, ich muss immer aufhören, Shift-Tab zu drücken, weil ich Tab drücken will, um die Herausforderungen anzuschauen. Und Shift zum Sprinten. Jo. Und Shift zum Sprinten. Zum Sprinten? Ja. Hä? Zum Sprinten. Was? Sehr geil. Ja, gib's dem Einkaufswagen. Gib's ihm! Ja, passiert nichts. Mal schauen, was der auseinanderfliegt. Aber ob der auseinanderfliegt. Alter. Heute habe ich's aber wieder. Alter, bin ich so schlecht. Am Anfang bin ich so abgegangen mit den Headies. Das Blöde ist, bei dieser Mission kann es auch passieren, dass man den Typen einfach mal vergisst, mitzunehmen. Und dann steht der eben ganz am Anfang und man ist schon ganz am Ende. Und da muss man den ganzen Weg zurücklaufen. Ja, mit 2 Mann ist das gar kein Ding. Da ist so ein Juggernaut super schwach. Super schwach.
Ah, den hier nicht killen, das ist ein Zivilist. Nur die da oben. Ich habe gerade dem Typen aus Versehen hier in den Kopf geschossen, aber das macht ihm ja nichts aus. Wenn nicht viel drin ist, dann geht das. Ja, zwei weitere Headies auf mein Konto. Aber so viele Kills mache ich allgemein nicht mehr. Weil ich immer versuche, nur den Kopf zu treffen und sonst gar nichts. Nee, gut, ganz so schlimm ist es nicht. Aber irgendwie mache ich mit der Waffe ja wenig Kills, weil das eben so ein Einzelschussding ist. Und dadurch kannst du mal nicht einfach so von einem zum anderen zielen und killst dabei beide, sondern du zielst vom einen und anderen und dann kann es halt gut sein, dass beide noch leben. Also. Oh, was ist denn jetzt los? Du hast ihn, einen Zivilisten, getötet. Ja, tut mir leid. Sorry. Warum zur Hölle muss der da mitten auf dem Platz sterben? Na, Wolf macht das, oder? Aber zum Glück. Zum Glück hat es auch so funktioniert. Was hat denn der für einen komischen Laufweg, dieser Polizist? Das ist ja der Wahnsinn. So, ich gehe jetzt mal hier rüber. Und räume das Feld von hinten auf. Oh. Er hat von hinten gesagt. Prinz Arnus. Oh, wieso sind da immer noch Leute? Du wirst hier von überall beschossen. Kannst machen, was du willst. So, jetzt können wir das Rollen von. Das Feld von hinten aufräumen. Dürfen aber jetzt wieder nicht den Typen vergessen. Wenn du den Straßennamen liest, auf der wir gerade sind, was fällt dir dazu ein? Ich kann den gerade nicht lesen, weil ich. Was ist denn jetzt? Jetzt werde ich hier schon wieder beschossen. Das ist die Armitage Avenue. Und wer heißt Armitage? Oder Armitage? Ich weiß nicht. Ich glaube Armitage. Keine Ahnung. Der gute Richard, der Hauptdarsteller von dem Hobbit, also der Thorin, meine ich. Der heißt Richard Armitage. Ach so, okay. Also der Schauspieler natürlich. Ja, ich dachte jetzt, was für ein Zwerg heißt ein Armitage, ey. Bin ich mal gespannt, ob ich meine Präzision von 100% hinbekomme. Oh, du hast einen Zivilisten getötet. Ich glaube, es hackt. Der Zivilist ist meine Kugel gelaufen, ey. Voll der Monk. Es gibt echt Zivilisten, die sind so dumm. Oh, schon wieder eine. Rennt mir hier voll in den Schuss rein. Konnte ich gar nichts dafür. Direkt vor die Kinder. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich stehe hinter der Leinwand. Ziel, schieß und pam! Gerade dann kommt einer in mein Schussfeld gelaufen. Also nicht in den Schussfeld, sondern in den Schuss rein. Oh, ich könnte da kotzen! So, und du movest bitte mal. Da hinten zu dem großen. Zu der großen Bombe. Du movest, Alter. Move dich mal. I like to move it, move it. Oh, ich krieg grad ein bisschen aufs Maul. Boah, hier laufen so viele Früchtchen rum, also Zivilisten. Alter, da kann ich gar nicht. Das ist auch schön. Ich trau mich gar nicht zu schießen. Weil ich Angst habe, ich kill nur Zivilisten. Kann ja auch sein, dass die denken, es wäre irgendwie Fasching und verkleiden sich als Polizisten oder so. Und dann hast du auch einen Polizisten. Oder das sind Polizisten, die sich als Zivilisten verkleiden. Und dann kriegst du die Strafe dafür, aber in Wirklichkeit ist das Spiel nur zu doof. Und es sind Polizisten. Ich glaube, so ist das. Oh, jetzt habe ich schon wieder einen Zivilisten getötet. Sag mal, es ist Sturmangriff. Sturmangriff der Zivilisten oder was, ey? Leck mich doch am Arsch. Alles Polizisten in Zivil. Oh Mann, ey. Ich könnte da kotzen. Der Typ hängt auch hinterher. Die Mission ist komplett für den Arsch, ey. Komm, auf wie geht's? Auf wie? Geht doch. So, den hätten wir wenigstens schon mal hier oben. Ich werde mal wieder beschossen von irgendwo. Von wo denn? So, und dann töten wir mal alles. 94.000 Mann. Ah, dann hau doch ab. Mann, du Zivilist, dann geh doch wenigstens mal runter. Dann stellen sie sich noch mitten in den Weg. Ey, was ist denn da los? Yay, Level 20. Unten bleiben, du Monk. Toll, jetzt hat gerade so ein Polizist so eine Zivilistin abgeschossen, also die hat geblutet und die ist nicht gestorben. Das ist ja mal assi.
Das ist wie im echten Leben, wenn Polizisten... Wir schießen, weil die so geil sind und die geilen Kugeln haben. Und wenn Polizisten auf Zivilisten schießen, sterben die nicht. Das ist wie im echten Leben. Das stimmt sogar teilweise, weil Polizisten ja diese Munition mit Gummispitzen benutzen, die nicht durch Körper durchschlägt, sondern nur einschlägt und dann stecken bleibt. Wenn die durchschlägt, kannst du theoretisch zwei Leute, die hintereinander stehen, aus Versehen abschießen, wenn du quasi nur den ersten treffen willst. Und um das zu verhindern, benutzt die Polizei immer Munition mit so einem Gummistoppen vorne dran. Nice. Aber macht das SWAT das auch? Und das also SEK? Da ich mich da unglaublich gut auskenne, sage ich einfach mal, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hinten rechts. So. Jetzt wird's, glaube ich, gar nicht mehr mal so schwer. Weil wir durch sind, glaube ich. Ja. Der Heli ist da. Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Ja, fliehe. Damit haben wir es geschafft, meine Damen und Herren. Sobald wir jetzt den Typen noch animieren, da mal reinzugehen. Weil den müssen wir ja natürlich mitnehmen. Das ist ja unser Kumpel, der uns verraten hat. Den nehmen wir natürlich mit. Wo ist denn der? Der hier ist. Ich habe den Scham schon geholt. Ach so. Der flackt jetzt in dem Kreis hier drin. Ah, nice. Ui, ui, ui. 19%. Schade, 39% Präzision. 19, Alter. Oh Mann, oh Mann. 19%. Dafür hast du mehr, also wesentlich mehr Kills gemacht. Ich habe 134 nur. Ja, gut. 167 ist auch nicht so viel mehr. Aber ich habe. Oh, das hat gut geklappt. Ah, du bist am öftesten außer Gefecht gesetzt mit 0 Mal. Sag stark. Wie viele Headshots hast du? 93. Alter, ich hab 51. Aber ich hab doch, Moment mal. Ich hab doch mehr Treffergenauigkeit als 39%. Wenn ich 93 Headshots gemacht hab und 134 Kills. Die Präzision ist, wie viele von deinen Schüssen nicht daneben gehen. Also wie oft du halt wirklich jemanden triffst, das ist nicht deine Headshot-Prozent. Das habe ich früher auch immer gedacht, aber das ist bei Battlefield doch anders. Nein. Bei das kann gar nicht sein, dann kann ich nicht 39% haben. Ja doch, natürlich. Ich habe immer getroffen. Ja, das ist ja immer blöd, ich dachte auch immer, das wäre so und habe dann irgendwann gedacht, das kann nicht so sein, dann wäre die viel höher. Nein, das ist so. Das ist wirklich so. Okay. Ah, das heißt, dann ist okay. Gut, alles klar, meine Damen und Herren. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.